Hallo, wer bist du denn? Au! Geil! Cooles Intro! Ja, willkommen zu Oxide Room. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie man es ausspricht. Es soll ein sehr gutes Game sein. Ich freue mich sehr, das mit euch spielen zu dürfen. Wurde mir auch empfohlen. Meine liebe Community sagt euch wieder ganz süß Hallo. Und deswegen kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Es ist sehr heiß hier drin. Ich hoffe, ich werde nicht schmelzen. Ich hoffe, bei euch ist es nicht auch so heiß. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir stehen jetzt mal auf. So, let's go. Oh mein Gott. Eklig. Oh shit. I can hardly stand up. Matt. Where the hell am I? Hotel. And that man. But how did I get here? And how did I get so banged up? Lass uns mal zusammenfassen. Ich habe ja mit irgendwem geschrieben und irgendjemand meinte, ich soll nicht zurück ins Motel gehen, ne? I'm not going back in there. Warum nicht? Kannst du dich pinkeln? Urinieren? Er geht über studieren, Mann. Ja, rein damit. Oh. Da sieht man den Pipi. Scheiße. Das ist schlecht für YouTube, Mann. Mann, jetzt pinkel ich aber auch. Die Sehne kommt aber dann raus. Hier ist es ja in Ordnung. Weil das Spiel ist gelistet auf Twitch, aber auf YouTube nicht. Das heißt, die Leute, die hier im Stream sind, dürfen sich den anschauen. Aber es muss doch so einfach sein, Leute, ey. Und kann ich das bitte jetzt auch mal schließen hier? It's not working. No, scheiße. Okay, was ich gemacht hätte, ich hätte auf jeden Fall die Wanne gepinkelt. Schließen. Schließen, schauen. Was gibt's hier so? Canister. Oh, was? I don't know what's inside. Was sind das? Einige Objekte, wie zum Beispiel Kisten, können Gegenstände enthalten. Geben Inventar auf und untersuchen, um sie zu verwenden. Okay, das ist 100 pro ein Code. Bad salts. Okay. Rusty. Was ist da drin? An old wasp bowl with some dish towels. I have to get out of here. Ja, jetzt entspann dich. A metal canister, toilet paper, an empty toilet roll, a clean ashtray. Das ist ein Lehrbuch für Kinder. Copyright! Schließen! Pause! So. Toilet paper, bath salt, a metal canister, bath salts. Okay, sehr gut. Looks rusty. Cotton towels. Das looks rusty. Ah, okay, ist meine Aufbewahrungskiste. Okay.
an. So, lass mal kurz im Inventar glubschen. Nichts gefunden. Eva, Doc. War hier nicht irgendwas, wo ich was anschauen konnte? Meine Inventare? Wo konnte ich nochmal Sachen anglotzen? It's locked. Okay, ich glaube, dass nämlich... Hier gibt es ja noch Schubladen, ne? Ich habe noch nie geschrieben. Falls also jemand das hier liest, hoffe ich, dass ihr mich nicht zu schnell verurteilt. Ich fand es schon immer interessant, darüber zu reden, was mir passiert und meine Abenteuer zu ergründen. Aber ich hatte nie Zeit dafür. Jetzt ist es genau das, wovon ich am meisten habe. Oh, halt. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten in diesem Motel. Allerdings habe ich zunächst aus purer Langeweile angefangen, seine Stockwerke zu erkunden. Ich kann nicht leugnen, dass ich neugierig auf seine Vergangenheit geworden bin. Da läuft ja jemand. Meine Neugier wurde geweckt, als ich einen Raum fand, der nicht auf dem Grundriss stand. Bisher weiß ich, dass es im Motel 37 Zimmer gibt, 3 mehr als in den Plänen des Gebäudes. Das könnte die richtige Zeit für mein zweites Hobby sein, das Schreiben, Eva. Oh, 373. Das ist der Code. It's locked. Cotton Towns. Was mache ich hier? Ich erinnere mich, dass ich mit diesem Auto meines Partners zu diesem alten Motel gefahren bin, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist, als würde mein Kopf explodieren, meine Hand- und Fußgelenke brennen. Ich kann nichts verstehen. Was ist mit meinem Partner Josh? Und dieser Frau, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich dieses verdammte Telefon losgeworden bin. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt einen Anruf machen könnte. Matt, das sind ja wir. Okay. Das heißt, wie komme ich denn nochmal in mein Inventar? Ach, in die Dokumente. Hier sind die Dokumente. Aber ich hätte gerne... Eva Doc. Ah, okay, Evil. Das sind also die Dokumente, die ich finden kann. Aber wo finde ich denn die Objekte nochmal? Weiß es jemand? Welche Taste war denn das? Da habe ich ein bisschen geträumt. Ich kann da irgendwie die Objekte auch untersuchen. Auf E. Ah, danke schön. So, dann würde ich das gerne auswählen. Untersuchen. Untersuchen. Wie war nochmal der Code? 373, oder? Ja. 7. Yes. Okay. I have to get out of here. Okay. Mit Gewalt öffnen, Inventar. Ah, es ist jetzt der Schlüssel hierfür. Damit verwenden. Oh yeah. My clothes. Na endlich. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz, süß, weil ich jetzt die Hose anhab. Yay, jetzt kann mir YouTube nichts mehr tun. Looks like the key to the bathroom door. Okay. Hier ist aber noch irgendwas. Was ist denn das? Gegengift für verschiedene Gifte. Basiert auf roten Kräutern. Eine Kiste. Damit ist doch bestimmt noch irgendwas. It's locked. It's locked. Okay, dafür brauche ich sicherlich noch was. Gefällt mir bis jetzt mega gutes Game. Die Atmosphäre, wie ich mit den Dingen interagieren kann, wie detailgetreu. I like it. Dass es auch so viele Optionen gibt. Super cool. Oh, shit. Uiuiui, was war denn das? What the hell? It's locked. Was geht hier vor, sagt er. Okay. Fang jetzt mal ganz langsam an. Untersuchen. Looks like there's something in the dirt. Oh, da müssen wir richtig genau. Oh, ein Dietrich. Boah, da müssen wir richtig genau untersuchen, ne? Boah, das machen wir schnell mal wieder zu. Das ist ja super spooky. Okay, jetzt wieder eine Kiste, wo ich was ablegen kann. Looks comfortable. Ja, dann leg dich doch schlafen. Ist das ein Handy? Kann ich das verwenden? Eine kleine Taschenlampe. Kann an der Kleidung befestigt werden. Nützlich für dunkle Orte. Ja, dann anmachen, Mensch. Oh ja. I'm locked in again. I have to get out of here. Wer bin ich? Mein Name ist Matthew G. Das bin ja ich.
Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren. Kurz nach dem Tod meiner Eltern brachte man mich als kleinen Jungen in das Vereinigte Königreich. Ich bin in einer kleinen Stadt an der Küste aufgewachsen, in der anscheinend einmal ein Teil meiner Familie gelebt hat. Da läuft doch jemand. Der Ort war wie ausgestorben. Sobald ich konnte, verschwand ich von dort und kehrte wieder zurück. Ich habe seitdem nicht aufgehört. Ich war schon immer rastlos. Und durch meine Arbeit bin ich durch ganz Europa gereist und habe auch einige sehr wohlhabende Leute kennengelernt. Man könnte sagen, dass mein Leben gut lief. Ich arbeite mit Währungen, Vermögenswerten und so etwas. Und ich arbeite gelegentlich als Programmierer. Was man ebenso macht, um über die Runden zu kommen. Matt. Okay. Interesting. Da liegt doch was, oder ne? Das sieht aber nicht gut aus. Inventar aufnehmen. Und wenn du vergiftet wurdest, musst du so schnell wie möglich das Gegengift nehmen. Oh, das war jetzt aber dumm. Dann möchte ich aber ehrlich gesagt lieber erstmal sterben. Ah, Mist, ey. 104. Ach, das sehe ich erst jetzt. Ich dachte, das wäre ein Kuchen. Das ist ja ein scheiß Tausendfüßler, Mann. Ich dachte, das wäre ein köstlicher Kuchen. It doesn't move. I don't like it. Okay, oh Mann. It looks like this was lit just a bit ago. Das passiert mir öfter, Leute. Kann ich auch irgendwie mich hinknien? Oh ja, kann ich. Mir gefällt es, dass man hier alles so genau anglupschen kann. Ist da irgendwas drin? Kann es sein, dass ich den Kackkäfer... Schmerz, 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 Schmerz. Nur wenn sie ihre Periode hat. Töten, 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 töten. Auch Gru, wenn sie ihre Periode hat. Ich hatte da eine Rolle, falls ihr das nicht wisst. Und mein Partner? Ich kenne Josh noch nicht lange. Er ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Ehrlich gesagt, habe ich ihn nie besonders gemocht. In Wahrheit mag ich ihn so sehr wie einen schnellen Tritt in die Eier. Aber was soll man schon machen? Er macht einen tollen Job und verdient eimerweise Geld. Und seine Jobs erscheint nicht allzu wählerisch bei den Dingen zu sein, die er tut. Ich stelle nie viele Fragen. Ich denke, es gibt Dinge, die er am besten nicht weiß. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig, wenn sie ihn bei etwas Legalem erwischen. Werde ich nichts für ihn riskieren. Matt. Girls fühlen direkt sich related hier. A clean astronautical wasp hole. There's nothing in there. Okay. It's locked. Inventar. Inventar. Wir haben doch einen Dittrich, oder? Oh, oh yeah. I have to get out of here. Salz, kann ich das hier verwenden? Ja, du Sack. It's gone. Ha. Ha. So. Inventar. Damit verwenden. Ha. I like the way you wiggle wiggle. For sure, baby, if you jiggle jiggle. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor, ihr Sweeties. So. Oh nein. What the hell? Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Shit. Oh Gott, Quicktime Events, nein. Was zur Hölle ist das? Hilfe! Oh mein Gott!
Girl, mach die Tür auf. Shit! Come on! Die Synchronisation, geil, die ist so emotionslos irgendwie. Oh, geil. Okay, Karte, Treppe, Vorsicht vor dem Virus auf 81, auf 108. Da ist ein Revolver, Badezimmer von 104. Geil, Kartoffel nehmen. Was ist das hier? Inventar. Ein Schild. Okay, es gibt hier also Monster. It won't open, my friends. So. Der Tod ist nur der Anfang. Ich will sterben. Ich will sterben. Warum kann ich nicht einfach sterben? Ich halte das nicht mehr aus. Ich will es nicht mehr aushalten. Nur auf ihre Periode. Ey, also ich relate da echt zu 100% mit. Also wenn ich meine Periode habe. Seit meiner Ankunft wurde dieses Motel immer renoviert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es verwaltet oder was sie genau tun. Ehrlich gesagt sieht es für mich immer gleich aus. Nun, es hat sich etwas geändert, aber zum Schlechteren. Seit im Poolbereich gearbeitet wird, ist es fast unmöglich, vom Gemeinschaftsbereich dorthin zu gelangen. Es ist immer etwas im Weg oder jemand macht etwas an den Schiebetüren. Dank meines Detektivgeschicks fand ich einen anderen Weg. Eine Verbindung zwischen Zimmer 203 und 303. Ich glaube, jemand hat diesen Eingang dort gelegt, um beide Räume miteinander zu verbinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ein weiteres großes Geheimnis des Motels. Ich benutze ihn oft, um mich davon zu schleichen, da nie jemand da ist und diese Räume nicht benutzt. Eva. Okay, interessant, interessant. Ich hätte gerne die kleine Gurke, die hier liegt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Okay. Oh, hello. I can't carry anything else. Willst du mich verarschen? Kannst nichts weiter tragen? Ach komm, ey. Muss ich jetzt was ablegen? Ich würde eigentlich ungern den Revolver ablegen. Oh je. Aufbewahren. Das kann ich ja gerade auch nicht machen. Wann denn nicht? Kann ich jetzt auch die Sachen nehmen? Ach, jetzt kann ich die nehmen. Die konnte ich nicht nehmen, weil ich keinen Platz hatte. Oh mein Gott. Oh je. Okay. Dann nehme ich jetzt die Schlüssel mit. Kann ich vielleicht auch die Waffe ausrüsten? Untersuchen. Nö. Okay. Sind noch irgendwelche Munition? I can't carry anything else. Das ist noch was, was man carry kann. Dann würde ich sagen, packen wir die auch mal weg. Und dann nehmen wir dafür mal den Verband, oder? Ja. Das ist nicht gut, Leute. Wir brauchen jetzt Verbände. Spiel speichern. Bitte. Dass es auch automatisch speichert, wenn ich will, ey. Hallo, alle miteinander. So, okay, ich glaube, da muss ich raus, oder? Wo bin ich denn gerade? Gibt's hier nicht so ein typisches Du bist hier? Steht es hier an der Tür? Ist da jetzt nichts mehr los? Sind alle weg? Oh Gott. Ich hoffe, dass halt die blöden Geister und so jetzt nicht kommen. I can't carry anything else. Boah, ich muss echt mal viel mehr ablegen jetzt, ne? Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Verstehe ich das mit den Aufbewahrungskistchen hier? Aufbewahren. Aufbewahren. Okay. Kann ich damit irgendwas rausfischen? Ah! Was war das? War das einer runtergefallen? Ja. Okay.
Ist da wieder ein Schlüssel drin? Der Haken ist ins Wasser gefallen. Okay, 210. Ich durchsuche jetzt erstmal alles. Oxide, was ist Oxide? Wer ist Oxide? Ich bin Oxide. Oh mein Gott, das macht mich ganz nervös, dieses Rumgeschrei. Das Spiel ist schrecklich. Hinaus, rollt euch in eure Decken, es wird gruselig. Angst, hier irgendwelche Arschlöcher jetzt gleich erscheinen. Bin ich schon wieder voll? Nee, aber die Kiste, da mache ich gar nichts. Das ist ja seltsam. Ah, hier kann ich irgendwas machen. Ein bisschen was von Silent Hill. Gefällt, gefällt. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Schlüsselsachen. Ich gucke jetzt gleich mal, welche Schlüssel ich habe. Sonst ist hier ja nichts mehr, was irgendwie für mich gebrauchbar ist, oder? Man muss hier ja alles ganz genau anschauen. Okay, dann lasst uns mal klupschen. Ist hier noch irgendwas Feines? Nee, so. Wir haben die Schlüssel 210 und 111. Wir gehen mal dahin, wo die Frau schreit, oder? Oder sollen wir... Wir fangen weiter unten an, weil es leicht gesagt. 111. Wo ist denn 111? Okay, wir gehen zu 111. So, was haben wir hier für Türchen? 110. Oh Gott. Kann ich eigentlich meine Waffe auswählen? Untersuchen kann ich die nur. Blöd. Oh Gott. Ey, verdammt, wo ist die 111? Die ist drüber, ne? Da muss ich hochgehen. Langsam ist es schon ein bisschen anspannend hier, ne? Ach so, da hätte ich ja... I can't reach it. Hätte ich dafür vielleicht den Haken gebraucht, der ins Wasser gefallen ist? Oh no, stimmt. Oder ist vielleicht hier die 111? Oh ja, scheiße, das war ja so klar. Da, wo die Frau drin rumschreit, ne? It's locked. Diese Wesen sind blind, aber wenn sie etwas hören oder spüren, greifen sie direkt an. Du kannst deine Waffe benutzen oder in die Hocke gehen und leise sein. Das ist wie ich, wenn ich nachts unterwegs bin und keine Brille aufhab, Leute. Oh je. Nach dem Unfall sprach ich mit ein paar Leuten, um herauszufinden, wer mir geholfen hatte. Aber niemand erinnert sich, jemand in orangenfarbene Kleidung gesehen zu haben. Der Typ, der uns umgehauen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass mich seit diesem Tag jemand beobachtet. Ich fühle mich nirgendwo sicher. Ich frage mich, ob die Person, die mich gerettet hat und diese seltsame Präsenz etwas miteinander zu tun haben. Eva. Also da sehe ich wirklich mich nachts, wenn ich aufs Klo gehe und ich sehe echt halt nichts, ne? Ich bin richtig blind. Ich lese es nachher, ich habe gerade irgendwie Angst. Das Ding kotzt mir hier zu viel rum. Das bin wirklich ich, wenn ich nachts auf die Toilette möchte. Oh Gott, der hört halt auch echt nichts, ne? It's a metal figure of a turtle. Genau. Rede am besten schön laut, damit dieses eklige Ding dich hört. So irgendwie süß, finde ich. There is nothing in the teapot. Irgendwie süß, wie es sich aufregt, oder?
Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das klatscht. Applaus, Applaus, Applaus. Also wenn ihr nichts mehr zu tun gibt. Oh doch. Piece of stale bread. Da kann man doch was machen. Aufnehmen. Fuck. Something pricked me. Oh fuck, was? Was? Was ist jetzt los? Oh mein Gott, der ist aber auch so anstrengend, der Typ. Oh Gott, jetzt stirbt er, oder? Looks like there's something inside. Jetzt verblute ich oder was? Looks like there's something inside, but I can't see it. Looks like there's something inside, but I can't see it. Okay, also deswegen werde ich jetzt ja nicht verbluten, oder? Das wäre lächerlich. Sterbe ich deswegen jetzt wirklich? Das fände ich ein bisschen lächerlich. Ah, guck mal, so kann ich schießen. Also wenn ich schon sterbe, dann bringe ich den jetzt mal kurz um. Weil dann kann ich wenigstens in Ruhe den Raum durchsuchen. Irgendwie stresst mich das. Ich hätte den Verband dabei haben sollen, den habe ich jetzt nicht dabei. Hallo, wie viele Schüsse braucht der denn? Lol. Ja, wo schießt man so ein Monster hin? Den Kopf bringt ja nichts. Verdammt! Oh! Make some modifications. Don't worry. You only feel a small pinch. Aufstehen. Oh mein Gott. Was hat er jetzt gemacht? Uiuiuiui. I've got to find my Was, dann musst du immer wieder von vorne anfangen? Nee, oder? Ah nee, das ist meine Hose, da ist wahrscheinlich alles drin. Okay. Wo sind meine Sachen hin? Was? Muss es alles wieder von vorne machen? Oh nö, echt? Aber kann ich nicht einfach meinen alten Spielslot laden? Ich habe doch einen gehabt, oder?
Hier. Scheiße, das hat jetzt meinen anderen überspeichert. Da müssen wir immer doppelt und dreifach speichern. Sonst überspeichert der das uns. Aber das ist jetzt auch wieder anders. Das ist komisch. Das ist trotzdem nicht gleich. So, der Code war untersuchen. Hä? Hä? Ach, kann man den verschieben? Was ist denn das da unten auf einmal? Mir fehlt eine Schublade. A metal canister. Bath salts. The bottle looks rusty. A metal canister. I don't know what's inside. Ach, die kann ich einfach öffnen. Oh shit. So. What the hell? Es wiederholt sich irgendwie alles, aber irgendwie auch nicht. A ceramic vase. Das ist ja mega weird. Und die Pflanze ist auch weg. Das heißt, ich kann das hier gar nicht mehr öffnen, oder? It's locked. Nee. Muss ich das verstehen? Check ich nicht. Okay, wahrscheinlich liegen meine Sachen irgendwo rum. It's locked. Hä, aber wie komme ich denn da jetzt ran? Wenn ich hier keinen Dittrich finde. Wo ist der Dittrich? I have to get out of this room. Ja, keine Ahnung, was es hier für ein Mindfuck ist. Ach so, er sagt ja, dass alles immer anders sein wird. A ceramic vase. So. Looks comfortable. Wo finde ich jetzt diese Kack? Den Dittrich. A metal can empty toilet room. A metal can. It looks like a bar of soap. Da muss ja irgendwo. The bottle looks rusty. Da muss ja irgendwo. Bath salts, bath salts, bath salts. A glass bottle, metal bath salts. The bottle looks rusty. A metal bath salts. The bottle looks rusty. Ah, das ist ja weird. It's an empty bucket. Aber wo finde ich das jetzt? Das Zeugs. It's locked. Ich habe ja nichts im Inventar, was mir da jetzt helfen könnte. Weird. Untersuchen. Oh nee, ekelhaft. Aufheben. Die rein, von mir selbst reingepisste. Oh Gott. And what's this small key? Da, wofür ist der wohl? Okay, dann machen wir das jetzt auf. Let's go. Achso, der ist gar nicht dafür. Ah, der ist dann für die Schublade, oder? Für die eine Zuhe. Oder? Nee, für was? Wo war denn nochmal jetzt ein Schlüssel? Habe ich nochmal einen Schlüssel gebraucht? Lass mal gucken. Irgendwo, also hierfür wird der nicht sein. Nee. Der muss für irgendwas anderes sein. Der andere Fuß, irgendwie hat er mir den nur angesägt. Ich hab noch zwei Füße. Oh, locked in again. I have to get out of here. Hä? Ist doch gar nicht verschlossen. Ich wundere mich nur, dass ich das hier nicht hier verwenden kann. Ah, ich habe ja noch eine Truhe. Ihr kleinen Stinker. Ja. Ja, witzig.
Okay. So, let's go. Raus hier. Damit verwenden. Let's go. Also, wir gehen jetzt keine Risiken mehr ein. Ich speichere doppelt und dreifach bei dem Spiel. Außer der beschreibt mir immer wieder die gleichen Spielstände, wenn es ein Arschloch-Spielstand ist. Ich glaube, der beschreibt mir das immer tatsächlich. Hey! What the hell? What the hell? Wie emotionslos. What? Shit! What the hell is going on here? Ich finde die Übersetzung, die Ding so geil. Oh. Die ist. Shit. Wie er spricht, ist so geil. Okay, da muss man echt aufpassen, ne? Wenn die einen einmal erwischen, ist man tot. Ich glaube, das überlebt man nicht. Dead by Daylight. So, let's go rein da. Shit! Come on! Okay. Okay, dann picken wir alles ab. Ich glaube, die Waffe ist doch wichtiger als gedacht. Ruby Onion. Die ist doch wichtiger. Und deswegen hat es auch diese ganzen Heilsachen hier. Es ergibt auf einmal alles Sinn, Leute. So, hier ist der Schlüssel. Gibt es irgendwas, was wir hier nicht so brauchen? So. So, wir haben jetzt die Map. How can I get inside the motel? So. Diese Frage wäre mir sowas von egal, weil ich einfach nur weg wollen würde. Das fällt jetzt auch gar nicht mehr runter, ne, das Ding. Okay, dann gehen wir jetzt in den Kackraum. Und ich werde dieses Arschloch jetzt gleich erschießen. Die Frage ist, wie viel Schüsse braucht denn das dumme Monster? Das wäre tatsächlich eine Frage, die mich wirklich sehr interessieren würde. It's locked. Oh je. Das Spiel sieht gut aus, da würde ich ja auch gar keinen Fuß reinsetzen. Okay, ich lasse die Fußwitze. Ich finde die Fußwitze witzig. Und doch irgendwie die Monster halt süß, ne? Looks comfortable. Ach, looks comfortable. Vor allem mit diesem Kackmonster hier. Das so süße, wackelige Beinchen hat. Ach, guck mal, die tun immer die Schubladen weg. Wie es sich aufregt einfach nur, ne? Das steht die Welt einfach nicht mehr. Es regt sich so richtig auf. Es klappt. Clap your hands, everybody! You got what it takes. Ich weiß halt nicht, wie ich das am schnellsten erschieße, das Kackding. It's a metal figure of a turtle. Oh, X0X. Okay, was bedeutet das? Das habe ich vorhin nicht gesehen, da wurde ich vergiftet. Das heißt, wahrscheinlich in den mittleren kann ich reintatschen, ne? Weißt du, dass ich den mittleren reinfassen kann? I can't carry anything else. Oh, jetzt kann er wieder nichts tragen, Mensch, Kerle. Jetzt muss ich aber noch schnell was zurückbringen, wenn das hier sich aufgeregt hat. Dann hole ich das kurz. Oh oh. Bitte geh weg. Ich weiß, dass die einen mit einem Mal umbringen können jetzt. Oh, kannst du dich bitte einfach verpieseln? Muss ich den jetzt erschießen? Oder hat er mich jetzt gehört? Bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie weiter. Ja. Oh Gott, ist das ätzend. Ich will hier raus. Oh Gott.
Okay. I have to get to the entrance of the motel. Du musst gar nirgends hin. So, jeden Tag hier ist unerträglich als der. Jeder Tag hier ist unerträglicher als der davor. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, um mich sicher zu fühlen, denn jetzt scheint es nirgendwo mehr sicher zu sein. Ich habe große Angst, aber so sehr ich es auch versuche, es scheint, als wäre ich hinter diesen Mauern eingesperrt. Ich habe Angst, dass die anderen gehen und ich in dieser gewaltigen Dunkelheit allein bin. Warum passiert mir das? Warum kann ich nicht entkommen? Oma! Ich gehe jetzt mal kurz nochmal in den Raum zur Kiste und leg nochmal was ab. Weil ich brauche diese Kiste. Also ich brauche diese Urne oder was das war. Und deswegen mache ich das mal kurz. Okay. Weiß aber, Heilung mitnehmen gar nicht so schlecht, ne? Komme ich denn zur Heilung rüber? Wie kann ich meine Sachen wiederholen? Hallo? Ach, zwei oder wie? Ah. Okay. Umständlich. So, dann lass uns mal diese Kiste holen oder diese Schatulle und dann abhauen. Speichern bringt ja dann so gesehen nur was, wenn ich das Spiel beende, ne? Boah, es ist ein Druck. Okay. Das ist so eklig, wie das rumschreit. Okay, ich habe den Key für eine der Räume. Jetzt kommt der Sack halt wieder, ne? Okay, und er dreht oben. Sehr nett. Netter Sack. So, jetzt kann ich hier rausgehen. Hoffe ich zumindest. Shit, it's broken. Okay, lass mal schnell abhauen, bevor das sich hier noch weiter aufregt. Okay. How can I get inside the motel? Okay, was habe ich denn jetzt für Keys? Ich habe die 103. Das heißt, da gehen wir jetzt direkt mal rein, oder? Es ist uncomfortable hier, ey. Aber man weiß, man darf nicht sterben. Ich find's doof, dass wenn man stirbt, dass man alles von vorn machen muss. To be onion. Das ist gar nicht meins. Weil man auch nie weiß, was in diesen Kack-Türen da sich befindet. Man gibt mir ein G, N, U. Oh yeah, ich habe endlich mehr Platz. Halleluja. Ist das ekelhaft. There's nothing in there. It won't open. Bah. Ist das eklig. Ist da ein Inventar für? Oh, tatsächlich. Toilet paper. An empty toilet. Toilet paper. Ich höre immer wieder Stimmen und ich spüre diese Präsenz immer mehr in meiner Nähe. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich wandere nicht mehr im Hotel herum und versuche in meinem Zimmer zu bleiben, wo ich mich sicher fühle. Obwohl ich mir dessen jetzt nicht mehr sicher bin. Alle anderen haben große Angst. Es passieren immer wieder schlimme Dinge. Und obwohl es immer eine natürliche Erklärung gibt, scheinen sie kein reiner Zufall zu sein. Cotton Towels. They look a little dirty. Cotton Towels. Cotton Towels. A metal canister.
I don't know what's in an empty toilet roll. It's not very useful. It's not working. Das ist ekelhaft alles einfach. Oh, aua, jetzt habe ich mir die Tür selber. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh oh. Kann ich dir dem Baby eigentlich geben? Job. There is a name on the label. Job. Job. There is a name on the label. Heißt das Ding Job? Oh oh. Kann das heißen, dass ich das mit den Würfeln schreiben muss? Oh oh, ich glaube ja. I can't carry anything else. Oh oh. I can't carry anything else. Was will dieses Motel von mir? Warum bin ich an diesem Ort gefangen? Was ist dieses Motel? Seine Wände werden immer kälter und der Geruch des Todes stärker. Ich muss hier raus. Ich kann nur an Flucht denken. Ich glaube, ich werde verrückt. Matt. Das bin ja ich. Warte, was habe ich denn alles für Buchstaben? Ich glaube, die kann ich fallen lassen, oder? Brauche die doch gar nicht alle. Vielleicht nur den Namen hinlegen. Kann man auch Sachen wegschmeißen? Glaub nicht. Job. Wo ist denn das Job? Wo ist denn das B? Irgendwie legt er das hier komisch hin. Ach so. Kann das Ding mal das Maul halten? Das ist ja grausig. That thing isn't there anymore. Wie? Das lag auf einem Schlüssel drauf. Ich würde gern speichern. Das ist echt eklig. Wo bin ich? Bin ich in einem Hotel? Bitte Hilfe. Kann ich eigentlich das Feuerzeug nehmen? Die Gabel? Nee. Okay, dann gehen wir... Oh, das sind meine Aufbewahrungsdinger alle. So. Da kann ich jetzt aber auch die Kacke hier reinlegen. Aufbewahren. Und die Ente auch. Aufbewahren. So, okay, witzig, dass die da eine Ding gespawnt haben. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt aber in Raum Nummer 202, nehme ich mal an, oder? Hey Chat, was glaubt ihr, was als nächstes abgeschnitten wird? Ey, ich will hier ein bisschen Motivation hier. Sie wird nichts mehr abgeschnitten. Hört bloß auf, mit den Körperteilen zu dealen. Ihr müsst an mich glauben, verdammt. So, da muss ich ja die Treppen hochgehen hier, ne? Treppe hoch. Geht nicht. Gehen doch auch irgendwo Treppen hoch, ich hab's doch genau gesehen. Wir gehen die 210. Ich will nicht zu der schreienden Tante.
Hier läuft definitiv irgendwas rum. Ein Pissbottich. Gott, ja, das ist so sehr. So viel Munition. Es ist Tage her, dass jemand außer mir durch die Räume gegangen ist, aber ich glaube nicht, dass ich alleine bin. Er ist hier. Ich spüre, wie er mich beobachtet. Wie ein wildes Tier, das auf den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen wartet. Ich schlafe mit einem Messer unter meinem Kissen. Wenn er kommt, bin ich bereit. Ich gebe nicht Kampflauf auf. Bin ich wirklich verrückt geworden? Eva. It's a pumpkin. It's a pumpkin. I like pumpkins. Kann es eigentlich sein, dass ich die anderen auch spiele, wenn ich sterbe? Oder ist es nicht so? Ohne Schlüssel. Oh, süß alles hier so kommt. Ah! Mich tötest du nicht, du Sack. Gott, ey, Hilfe. Werde ich nie wieder weinen, ich werde mich nie wieder schämen, ich werde nie wieder es bereuen. Ich lebe nur für Rache, ich existiere, um alles zu vernichten. Schön. Hey, die wetten, dass der Arm als nächstes weggeht. Kannst du das nicht? Achso, es geht einfach nicht. Okay. Ich habe hier einen Schlüssel mitgenommen. Ein Kühlischranki. Wofür brauche ich denn den Schlüssel? Dafür vielleicht? Gab es hier noch irgendwas Verschlossenes? Was habe ich denn eigentlich alles? Ja, den habe ich auch. Den im Mikro habe ich, den habe ich. Ich habe alle Schlüssel eingesammelt. Aber dieser kleine goldene, für was ist denn der? Der muss doch für was hier drin sein. Der hier, was sagt er denn? Badezimmerschlüssel. Gewöhnlich Schlüssel für die Badezimmertür 104. Ah. Das ist aber nicht 104. Okay. Soll ich dann mein 104 gehen? Wäre doch eigentlich ganz gut, oder? How can I get inside the motel? War 104 nicht... Okay, hier ist die Action. It's locked. Also hier geht die Action, da will ich aber auch nicht rein, ehrlich gesagt. Just leave me alone. Das Spiel stresst mich ein bisschen. Okay. It's locked. Muss das denn sein? Was heißt Vorsicht? Ich lasse das mal lieber und genieße die Aussicht hier ein bisschen. Oh. Irgendwas ist hier brennbar, ne? Irgendwas Hochexklusives oder so eine Kacke? Speichern bringt ja gar nichts. Oh mein Gott. Was ist mit mir? Warum fühle ich das? Wieso so viel Hass? Wie viele Kugeln habe ich? 16. Oh, um Gottes Willen. Anschauen. Niemand will da sitzen, ey. It's an oxygen cylinder. Soll ich den erschießen? Ich glaube, der ist ein bisschen struggling, oder? Ich
glaube, ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich glaube, ich würde den abknallen. Mal gucken, wie die Route ist. Von dem kleinen Ass. Oh, jetzt kommt er mir aber nah. Oh. Okay, let's go. Jetzt ist meine Chance. Ah! Ich hasse es so sehr. Ist die Kacktür auch noch verschlossen, Mann? Okay, Leute, lass uns im Motel. Sie haben alle Angst. It's an empty tank. It smells like gasoline. It's an empty tank. It smells like gasoline. Okay. Geh bitte. Nein. Ja. Jetzt hör auf, in die Hände zu klappen und geh. Geh, ich sag dir, wenn du mich zu mir... Das würde er spüren, ne, dass ich ihn umbringen will. Ja, geht er nach hinten. Sehr gut. Sehr gutes Arschi. Boah, endlich mal Ruhe hier, ey. Patronen sind mein bester Freund. Oh nein, das wollte ich nicht, nein! Nein, es war zu spät, das wollte ich doch gar nicht. I wonder if I could climb that ladder. Ich will noch mal unten gucken, ob es das gibt. Oh, stimmt, nicht schießen, sonst gibt es eine Explosion. Ja, guter Punkt. Oh mein Gott, zum Glück habe ich nicht geschossen, Leute. Okay, ist eh nichts mehr. Ja, oh Gott, hätte ich geschossen, wären wir in die Luft geflogen. Uff. I wonder if I could climb that ladder. It looks like this was lit just a bit ago. Das kann ich aber dann trotzdem nehmen. Kann ich die Tür öffnen? It's locked. Okay. Bitte gehen Sie. Hören Sie auf, immer im Schein im Rampenlicht stehen zu wollen. Das ist nicht Ihr Moment. Es scheint, als ob ich anfange zu verstehen, wer ich bin. Was habe ich da eingesammelt? Badezimmerschlüssel. Bleibt jetzt hier stehen wie ein Model oder bewegt er sich auch noch? Metal washbowl. There is nothing. It's motor oil. But it's not rusty metal bottle. I can't carry anything else. Okay, das hätte ich carryen können. Hast du schon mal andere betrogen? Andere Leute haben mich schon immer über den Tisch gezogen. Mit ihrem falschen Lächeln. Sie alle verdienen, was ich ihnen angetan habe. Sie alle verdienen es. It's a paint can. Not very useful right now. Okay, den Öldingstank könnte ich mitnehmen. I wonder if I could climb that ladder. Muss es wahrscheinlich abfackeln, ne? Deswegen habe ich auch diese Streichhölzer hier und kann diesen Ölkanister nehmen. Dazu müsste ich aber irgendwas loswerden, was ich jetzt gerade nicht loswerden kann. Blöd, ich habe zu viel Zeugs wieder mit mir mit. I can't carry anything else. Ach, also Kerle. Kann ich auch nichts wegschmeißen? Streichhölzer habe ich schon. Dann muss ich jetzt ja wohl zurückgehen und es irgendwo in die Kiste packen, oder? I don't think that's going to work. Hör auf zu denken. Ist ärgerlich. Kannst du nicht irgendwo was geben, wo ich was ablegen kann?
Über diese Knusper-Arschlöcher. Darf ja auch nicht mal schießen, ne? Kann es ihr im Bad nicht irgendeine Kiste, wo ich Sachen ablegen kann? Das hätte ich sehr toll gefunden. Ich darf ja nicht schießen hier, ne? Bitte, liebes Monster, verpiss dich jetzt. Es wird Zeit, jetzt zu gehen. Aber schade, dass ich keine Gegenstände droppen kann. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht einschätzen, ob der mich dann hört oder nicht. Es ist ätzend. Bin ich noch nicht im Motel? Das hat echt ein bisschen was von Silent Hill, wenn man Silent Hill 6 oder 7, wenn man in dieser gruseligen Stadt ist. Musik auch so ein bisschen. So, dann packen wir mal hier das Zeug rein. Aufbewahre die Eva. Das kann ich mal untersuchen. Plus 1. Das packe ich jetzt auch mal weg. Ich glaube nicht, dass es relevant ist. So. Aufbewahren. Dieser Schlüssel, 104. Ich lasse es jetzt mal so, das sollte passen. Ich glaube, bis dahin kommt bestimmt doch noch mal eine Kiste, oder? Das ist so dumm, das Ding einfach nur. Okay, jetzt hau ab. Okay. So, den Arsch hier oben kann ich jetzt umbringen, oder? Dann mache ich das jetzt. Vier Schüsse für die Sau. Vier Schüsse für die Sau. It's motor oil, but the drum appears to be empty. Ey, war doch irgendwo eins, was ich einsammeln konnte. It's a pretty dirty, it's a paint can. Not it's motor oil, but the drum appears to be empty. So. So, es wird erstmal schön begossen hier. Let it burn! Oh. Das hat jetzt, glaube ich, aber wehgetan. Zweiter Stock. Again. Unter 3. Boah, es hat aber viel eingesammelt hier. Und das Inventar ist schon direkt wieder voll. Super. Was ist das? Würfel mit Schlüssel darin. Boah, ich jetzt viel Schlüssel bekommen. Kombinieren. Hm. Kann ich eigentlich meine Waffe nachladen? Ja. Jetzt wird es aber nicht so lustig mehr mit dem ganzen Hin- und Her-Geschubse hier.
it's locked. Ich weiß ja nicht mal, welchen Raum ich gerade bin. I don't think that's going to work. I don't think that's going to work. I don't think. Okay, schrei mich nicht an. Pack jetzt mal irgendwas rein kurz, weil ich brauche ein bisschen Platz. So, okay. A metal canister. I don't know what's inside. Wieder ein Schlüssel. Der Schlüsselsimulator. Okay, warum kann ich das hier tun? The top is now full of water. Warum? Was schmeiße ich da rein? Dieses Würfeldings vielleicht? I have to find a way out. Soll irgendeinen Sinn haben jetzt hier. Viel schöner. Es werde Lichti. Bin ich ein Opfer? Das war schon immer so. Ich bin das Opfer. Mein Stiefvater sagt es mir immer. Es ist deine Schuld, es ist deine Schuld, es ist deine Schuld. It's motor oil, but the drum appears to be empty. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Ein Schlüssel schon wieder? Oh, was ist denn das hier? I can't carry anything else. Natürlich kannst du nichts mehr tragen! Warum kann ich nichts mehr tragen? Sitzt hier rein? Aber warum? Kann ich da jetzt diesen komischen Schlüssel reinpacken? Der so komisch grün ist? Kann es sein? Weil der da so... aufnehmen ist jetzt halt schwierig, ne? Habe ich nicht irgendwie gerade was eingesammelt, womit ich das rausholen kann? So ein langes Stäbchen? Oder kann ich den jetzt ohne Probleme rausholen, den Schlüssel? Oder verätze ich mich dann? Ist da eine Zange im Inventar? Wo seht ihr denn da? Ach hier, ich habe die gar nicht gesehen. Ja, okay. Ja, okay, 303. Yes. Okay. Das war dann wohl wirklich eine Einbahnstraße, ey. Jetzt. I hope I can get in the motel from this floor. Ich bin doch eigentlich schon... Ich würde mal gern einfach alle Schlüssel da reinstopfen, wo sie reingehören. Einfach nur, um Platz zu haben, um ehrlich zu sein. Weil dann sind die scheiß Türen mal offen. Da weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe ja zum Beispiel auch noch hier einen Badezimmerschlüssel, einen gewöhnlichen, für die 104. So, warum habe ich den zweimal? Ist doch total weird. Ich würde jetzt mal, speichern. Erstmal, ja, speichern. Speichern, hallo? Ja. Stimmt, zwei Räume sind miteinander verbunden. Ach so, damit komme ich in alle Badezimmer. Ah. So. Genau, 104 war doch das unten. Dann mache ich das mal ganz kurz auf, weil es nervt mich, dass das irgendwie jetzt noch offen ist. I'm so close. I have to go on. Gott, nein. Du dumme Sau! I don't think that's going to work. I don't think that's going to work. Ist doch die, das ist doch die Ding, wie heißt sie? It's locked. Das ist doch diese eine Ding, wie heißt die? Aber ich kann doch auch in die 301 gehen. Den kann ich doch wenigstens mal
verwenden, oder? Dass er einfach mal verwendet ist. Eva, genau. Das war die Eva. Scheint auch nichts Ekliges zu sein. Keine looks like some kind of liquor. Looks like some kind of, looks like some kind of liquor. It looks like a human organ. It looks like a human organ. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Aber das Wichtigste, ich weiß, wer du bist. Evil. Looks like some kind of liquor. Looks like some kind of liquor. Oh yeah. Oh yeah. Ich weiß nicht, wo ich bin oder was das für ein Ort ist. Es ist dunkel, sehr dunkel. Warum tut es so weh? It's locked. I don't think it can be opened. Ach so, okay. Geiler Kühlschrank, by the way. Also das war tatsächlich echt einfach nur ein Raum, wo man Dinge bekommt. Man wird direkt bestraft, Alter. Oh mein Gott. Und man wird direkt bestraft. Da gibt's so ein bisschen Muni und du kriegst direkt aufs Maul, ey, dafür. Boah, sorry, Leute. Ich bin jetzt aber echt erschrocken. Ich glaube, die Museum hier hatte ein echtes Alkoholproblem. Boah, ich hasse es hier. Das ist scheiße. Sorry, guten Morgen. Guten Morgen, alle miteinander. Jetzt kann ich doch diese Kacke öffnen, oder? Oh mein Gott, alle sind wieder wach. I'm so close. I have to go on. Ah ja. Das machen wir jetzt auf. Klick, klack. Ich möchte dieser Frau nicht folgen. 109, 305. Ich weiß, ob ich noch in die 305 schnell gehen soll. War das nicht die Scheißtür, wo sie vorhin drin war, wo so viel Blut war? Einfach mal, dass ein bisschen Platz im Inventar ist. Die Tür ist jetzt auch komplett vergessen, ne? Da war sie drin und das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Ich würde eigentlich auch gern wollen, dass dieser Raum keine weitere Rolle mehr spielt. Ich würde den mal meiden, erstmal. Wir gehen jetzt erstmal. 305, können wir uns das bitte merken? Ich möchte da gerade noch nicht rein. Das ist mir nichts. Das ist gerade nichts für meine Nerven. Wir haben ja noch einen anderen Schlüssel, Leute. Und zwar die 109. Lass doch mal alle zusammen die 109 gehen. Verantwortlich für die anderen. Wir sind alle erwachsen. Jeder kann entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Lass doch mal, kurz... Ach, jetzt auch eine Kiste. Lass mal alle schnell in die 109 jetzt, okay? Ich werde dir jetzt hier auch nicht folgen. Nee, das mache ich noch nicht. Lass mal noch. Ich gehe jetzt erst die 109. Also, wir merken uns... Schiebetür öffnen. Nein, ich kann nicht zurück. Schiebetür öffnen und dann... Dann gehe ich halt wieder über den Schacht runter. Ich will jetzt gerade diese Dinge noch nicht tun. Ich bin noch nicht ready dafür. Nee, 305 habe ich ein bisschen Angst. Ich habe echt Angst, dass da irgendeine Kacke jetzt passiert. 303 war es, ne? So close. I have to go on. War das die 303? Ja, ne? Ja. Speichern bringt ja nichts. Also wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann
bringt Speichern eigentlich gar nichts. Speichern bringt eigentlich nur was, wenn ich jetzt sagen würde, hey, okay, ich gehe jetzt schlafen, wir spielen morgen weiter. It's locked. I don't think that's going to work. Naja. I don't think. Es bin wirklich ich, wenn ich meine Periode habe, so nachts durch die Gänge schleiche, weil ich richtig aufs Klo muss und meine Beinchen zittern und dann sehe ich nichts und dann rege ich mich so auf. Das bin wirklich ich. Welcome to my world. So, wir gehen jetzt hier lang, fühle ich mich wohler. So. Oh, ich schwitze so richtig. I hope I can get in the motel from this floor. Ja, Junge, Mann, wir haben es jetzt langsam verstanden. Die Stockwerke war ich gerade oben, ey. So, wo ist die Kack 109? Hier. Ich will aber noch mal kurz hier rein, weil hier gab's auch noch, ich habe ja noch einen Badeschlüssel, da möchte ich gerne rein. Genau, mein Partner muss sich dann so von Tür zu Tür schleichen. So, was ist hier so? Hier wurde irgendwas verschoben, oder? A metal canister. I don't know what's inside. Okay. Mehr gibt's hier nicht, hat sich aber gelohnt, war Muni drin, ist gut. Okay. An empty toilet roll. That's the app. Fuck. Erstmal die Tür selber gegen die Fresse hauen. Ich verletze mich noch selber in dem Scheißspiel. So. I hope I can get in the motel from this floor. So. It's locked. Okay, let's go. Tür erstmal gegen die Fresse knallen. Das ist mein Life. My life be like. Scheiße, die hätte ich auch öffnen können, ne? Jeden vergehenden Augenblick werde ich stärker. Jetzt gibt es nur noch Hass und Wut, Evil. Their roulette is blocked. Das wird auch nicht gespielt. Oh, ist euch eingesammelt? Looks like some kind of liquor. It's just a brick. I'll call him Josh. Josh. Looks like some kind of liquor. Okay. Stopped. It says 11:33 p.m. Oh. The mechanism seems to be working. Oh, süß. Checkpad. Warum Vorsicht? Why Vorsicht? Okay.
Meine Güte, ey, immer diese Arschlöcher. Okay, es ist tot. Ey, wie schnell lädt der nach? Okay. Oh, das sind die Zahlen für die Kiste, wie geil. 11, 21, 34? Elf? 31? Nö. Elf? 21? Yes, let's go. 209. Ist hier noch irgendwo ein Bartschlüssel? Hätte ich kommen sollen, seit Josh mir von diesem Ort erzählt hatte, schien mir das keine gute Idee zu sein. Ein halb verlassenes Motel irgendwo in den Bergen. Ich verstehe, dass es der perfekte Ort für seine Videos ist. Oh, ein YouTuber. Dann lauf. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal 209, bevor wir uns oben die Gaudi geben, oder? Seid ihr mit mir? Oh, es war zwei Seiten, verdammt. Ich lese eh gleich nochmal die Notizen in Ruhe nach. Dann müssen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Die 209 ist denn auch noch geladen? Ja. Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? Easy. Damit mache ich ja jeden Platt. It's locked. Oh mein Gott. Ich glaube, dass es besser ist, weil sonst werde ich die ganze Zeit angekotzt. Da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. So. Yay. Wut, 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 wut. Ja, ich muss es eher schießen. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Opfer. Mein Fehler ist, ein Einzelgänger zu sein und niemals Fragen zu stellen. Ich hatte nie ein leichtes Leben. Zuerst meine Eltern, dann änderte sich mein Leben komplett. Und mein Stiefvater, Matt. Das sind ja wir. A piece of stale bread. Wie er das immer beschreibt. Wie, warum? Jemand viel Training? A rusty and empty jug. Ein Dittrich. Ich sah ihn. Ich sah den Mann in Orange. Ich wusste, ich war nicht allein. Ich versteckte mich in einem Schrank im Gemeinschaftsbereich. Ich glaube, er sucht mich. Ich habe solche Angst. Ich dachte, ich wäre bereit, aber ich bin es nicht. Ich will nicht, dass er kommt. Ich will nicht sterben, Eva. Here comes the man in orange. No galaxy defender. Oh, eine Schilde. Wieder die Turtle. Okay, was soll hier dieser Bass? Ja, ich habe den Schlüssel am Tisch genommen. Die 203 ist es. Okay, dann lasst uns mal gehen. Get in the motel from this floor. Du Kerl, wir wissen das. Wir haben es alle gehört, was du willst. So, 206, 203. Die Dry.
Oh, da diese, wo diese Tante vorhin rein ist mit dem ganzen Blut. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf. Oh nein. Oh, da war ich doch schon drin. Okay. Gut, dann schließt sich der Kreis. Dann kann ich jetzt hier hoch. Okay. Dann müssen wir jetzt doch die anderen Kackräume machen. Und zwar, was war es? Die 305 und diese Schiebetür? Oh nein. Die morgnet. Dann muss jetzt wahrscheinlich die 305 dran glauben und die Schiebetür. Das waren ja die Türen, vor denen ich mich eigentlich systematisch drücken wollte. Mal gucken. 305, ja, hier. Oh nein. Die mit den Kackpuppen. I will not. I don't think that's going to work. Ja. A few jars and cans. I'd prefer not to take them. It's too far from the piano. It looks like Eva was holding an instrument. Eine Geige. A jar full of honey. There isn't any score on the music stand. Okay, jetzt muss ich dem wahrscheinlich alles ready machen, dass sie so tun, als würden sie spielen. War das Leid all dieser Menschen deine Schuld, meine Schuld? Das ist gelogen. Ich würde nie etwas tun, das jemand verletzt. Ich bin unschuldig. Okay. It's a bottle of milk. It smells bad. Sag bloß. Das ist gruselig. Ich hab halt hier den Schlüssel jetzt, ne? Ich habe die Kontrolle über die Einrichtung verdammter orangenfarbener Clown. Du wirst leiden. Du wirst so sehr leiden, Evil. An empty toilet roll. That's not very useful. Okay, die Musikblätter. Das Notenblatt. Jetzt muss ich ihn nur noch ranschieben, ne? Drücken. Now it looks ready to play. Bin bereit. Oh, was ist das für ein Special Key, ey? Metallschlüssel. Sieht aus wie der Schlüssel für ein altes Vorhängeschloss. Aha. 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 That's pretty interesting. I hope I can get in the motel from this floor. Das bedeutet, sollen wir jetzt der Schiebetür nachgehen zu der Frau? Wenn wir sonst eigentlich nur noch Dittriche. Und was ist das hier? Metallschlüssel für irgendein Möbelstück. Dann gehen wir mal der Frau nach. Die hat sich ja hier reingehuscht. Oh Gott. Auf dem richtigen Weg. Oh Gott, ich bin im scheiß Motel. Sag das nicht. It won't open. Die Gurke immer wieder, was soll denn das? Kennt ihr dieses geile, diesen geilen TikTok-Clip, wo eine sagt, die Gurke ist unglaublich entwässernd. Also sich jeden Morgen so eine richtig schöne Gurke durch den Entsafter zu schieben,
Und dann lacht auch die Moderatorin so richtig witzig. Kennt ihr das? So richtig lustig. Lacht mich jedes Mal schlapp. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich die Gurken sehe. Überall Gurken. Wie viele Menschen werden wegen dir noch leiden? Das ist meine Strafe. War das, was ich getan habe, schlimm genug für dich, um an diesen Punkt dich zu bringen? Muss ich dafür bezahlen, was ich den Menschen angetan habe, die mir in die Quere kamen? Bezahle ich die Schuld für all das Geld, das ich ihnen gestohlen habe? Nein, ich werde es niemals zugeben. Warum bin ich immer der Böse? Ich habe nur das getan, was für mich das Beste war. Ich hasse alles und jeden. Warum denke ich immer über diese Dinge nach? It's a children's toy. Somewhat. It's a children's toy. Somewhat old. Okay. It's a metal figure. Was ist mit diesen entführten Frauen? Ich weiß nicht über diese verdammten Frauen. Und die entführte Frauen? Fuck. Und die entführten Frauen? Verdammt. Ich weiß, dass Josie in das alte Motel brachte und dieses Video machte, aber sonst weiß ich nichts. Ich habe nur die Videos verkauft und sie auf Untergrundmärkten zu Geld gemacht. Ich hatte nie etwas mit dem zu tun, was Josh tat, und ich wusste nicht, was mit den Mädels passiert. Ich war nur der Bauer. Matt. Oh, das war ich? Haben wir also Dark-Web-Filme gedreht? I can almost see the exit. Das ist 100 Pro nicht das Ende, meine Freunde. Hier schleimt doch irgendwas Widerliches rum. Was ist denn das? Wenn du das hier liest, gebe ich dir die Chance, von hier zu fliehen. Ich kann Oxide jetzt nicht verlassen. Oxid. Ach so, Oxid ist der Ort. Ich bin ein Teil des Ganzen, aber du, lauf und mach etwas aus deinem Leben. Nutze die zweite Chance und wer weiß, vielleicht kannst du mir eines Tages die Freiheit zurückgeben, die ich dir heute gebe. Eva. Kann ich das Ding erschießen oder ignorieren wir es einfach nur? Oh ne, das furzt hier irgendeine giftige Scheiße alles aus. Oh. Scheiße. Bin ich vergiftet? Oh, hab ich das dabei? Ja, oh Gott, ja. Oh Gott, 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 Gott. I can almost see the exit. Ich fühle nur Schmerzen. Ich erinnere mich ständig an das Motel und an die Tage, die ich vor dieser ganzen Sache erlebte. Dieselbe Zeit und derselbe Ort wieder und wieder. Ich sehe mich selbst, wie ich die heruntergekommenen Gänge erkunde und ablaufe, als ob nichts von all dem passiert wäre. Obwohl das Motel damals wie ein Gefängnis für mich war, habe ich dieses Gefühl, vermisse ich dieses Gefühl. Das ist halt dumm mit den Dingern hier, ne? My head. Oh shit, was ist denn das? Du kannst sie doch einfach erschießen, die Dinger. Warum tue ich mir das an? Was will er von mir? Ich spüre, wie meine Seele sich verdunkelt und grausam wird, wie ich in zwei Teile gespaltet werde und mich auffressen. Ist ja nicht so, als könnte ich die einfach erschießen wie vorhin. Ich fühle mich, als würde sich mein Körper und mein Geist ausdehnen. Schmerz ist jetzt Lust, Lust ist jetzt Rache, Evil. Kann ich die nicht einfach abknallen? Achso, die Tür ist auch zugemauert, ne? Okay, Fehlversuch. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich hätte etwas tun können. Ich hätte diese Frau von dem Leid bewahren können. Was ist nur aus mir geworden? Ich verdiene das. Wenn ich diesen Albtraum entkommen könnte, ich möchte wirklich raus. Ich glaube, ich habe den Verstand verloren, Matt. Kannst du aufhören, mir ins Ohr zu kotzen? Natürlich kannst du nichts mit Carrie, mein Freund. Ich kann alles und jeden sehen. A clean ashtray.
looks like some clean ashtray. Looks like some kind of liquor. Okay. I can't carry anything else. Ich habe wieder zu viel Zeugs, ne? Kann ich das jetzt nicht loswerden? Ich brauche doch hier... Ah, okay, ich dachte gerade. Puhuhu. Ich würde gern das nochmal mitnehmen. So. Okay. Und Mollo, also, wo hat sie Streichholze? Let's go, my friends. So. Geil. Oh. Eine Banane. Nichts gegen eine Gurke. Verdammter orangenfarbener Zirkusclown. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ich werde deinen Körper verzehren. Kann es sein, dass ich der Psycho geworden bin? What? Oh nein. Shit. Oh Gott, Hilfe, nein, lass mich. Oh Gott. Lass mich. Ich ahne Böses. Es ist die Frau, die so zu Tode... Es ist die Frau, die so zu Tode zerstückelt worden ist für diese krassen Videos. Ich will das Wort hier nicht sagen. Es fängt mit S an und hört mit F auf. Deswegen schreit die auch so, weil ihr das alles amputiert wurde. Ist ja grausam. Genau, Senf-Filme. Oh Gott, Albtraum in der Küche. Oh nein, das sind wieder diese dummen Furzdinger. Ach, war ich da nicht vorhin? Oh, jetzt kann ich raus. Yes! I made it out. Shit, that's impossible. This can't be happening. Diese emotionslosen Schreie. Shit. Looks like I won't get anything out of him. I should get him out of here before he starts to rot. Oh, what is this? Seems like someone has taken a walk through my laboratory. What a permission. You stay right here. But if you need to stretch your legs, I left them next to the tub. Oh, yeah. Oh, mein Bein fehlt. Well, where am I? Oh, shit.
is this place? I need to get out of here. Und wer heult da so? Jetzt bin ich wahrscheinlich in dem gleichen Raum wie meine Opfer, die ich ihm gebracht habe. Und jetzt mache ich das Gleiche durch, weil ich jetzt irgendwie nicht mehr wollte und das Ganze beenden wollte, boykottieren wollte, nehme ich mal an. Shit! Oder ist er ja wieder online? Ich kann ja gar nicht schnell laufen, Mann! Oh nein! Unangenehm. Verblute, ne? And he thought he could escape. I hope your flesh can at least be used to feed the dogs. Matt konnte aus Oxide fliehen. Matt konnte Doc zwar entkommen, hat es aber nicht überlebt. Hätte ich es überlebt, wäre mein Bein nicht von Anfang an abgeschnitten worden, oder? Kann es sein? See. The subject? You shouldn't be concerned. I apologize. The synchronization with Oxide. Oxide heißt es. Disabled for one cycle. But this poor bastard. I don't think he knew. Who they were bringing. Eva, I did not expect you to ask about her. I almost lost the subject because of her two sides. Don't worry, ma'am. I have it all under control. Ein Spiel von Michael D. Okay, krass. Ja, es war dann zum Glück doch nicht so schlimm, dass man die ganze Zeit stirbt und von neuem anfangen muss. Ich muss ehrlich gestehen, es war für mich auch ein Grund, warum ich bei Song of Horror irgendwann dann die Lust und Motivation verloren habe. Wenn man zu oft stirbt, muss man von komplett vorne anfangen. Das ging ja, also man hatte wirklich Chance, es zu spielen. Hat mir jetzt vom Prinzip am Ende echt gut gefallen, muss ich sagen. Und dieses ganze Kombinieren und die Story dahinter. Ich glaube, es geht um Filme, in denen man Menschen umbringt, das Ganze filmt und im Dark Web vertreibt. Ich will jetzt nicht den Begriff sagen. Aber ich glaube, dass es das ist und dass diese Eva eben eine der Frauen war, mit der irgendwas experimentiert worden ist. Es war die Frau, die geschrien hat. Wahrscheinlich nähen sie diese Leute auch irgendwie zusammen. Auf jeden Fall passieren da irgendwelche ganz absurden, perversen Dinge. Danke fürs Spielen. Euch danke fürs Zuschauen. Ich habe sehr geschwitzt. Es war echt von der Atmosphäre richtig cool. Es hat mich ein bisschen an Silent Hill Homecoming auch erinnert. So ein bisschen, oder der 6er oder 7er von Silent Hill. Ich hatte wieder Flashbacks, das hat mir gefallen. Deswegen empfehlt mir gerne weitere solche Games. Lasst einen Daumen nach oben da. Und es ist cool gemacht. Ich bin gespannt, was noch so rauskommt. Danke fürs Zuschauen, ihr Süßis. Und jetzt raus!